Weiter geht's oder was? Yes, mach den nächsten an. Yes, sir. Wir brauchen auch so ein Intro eigentlich. Auf jeden Fall. Das ist auch cool, so vom Sound her. Seid ihr bereit, Ladies and Gentlemen? Zum Paket-Opening! Paket-Opening! Mich haben unzählige Pakete erreicht, wie ihr vielleicht in der Insta-Story gesehen habt. Ich bin zur Post gegangen, ein ganzes Zimmer voll. Die Frau ist mit dem Wagen mit mir rausgefahren. Jungs, so viele Pakete wie ihre. So viele Pakete habe ich in meinem Leben noch nicht bekommen, Jungs. Geisteskrank. Vielen lieben Dank für diese maximale Anzahl von Paketen, ihr verrückten Hunde. Ohne Scheiß. Ich werde in den nächsten Streams die Pakete stückeln. Ich werde heute einen Teil aufmachen und in den Streams in den nächsten Tagen einen Teil aufmachen, bis wir durch sind. Okay. Erste Paket, schon keine Absender drauf. Erste Paket, kein Absender. Da habe ich immer Angst davor. Okay. Wo ist Satzka in welchem? Was ist das für ein Land? Was ist Satzka für ein Satzka. Land? Was ist Satzka? Wie? Satzka. Wie? Satzka? Satzka? Ja. Satzka stand da. Okay. Was ist das für ein Land? Hey, keine Ahnung. Paket auspacken! Wie Weihnachten. Überraschungen sind so ganz voll geil bestimmt, ey. Eingepackt. Ist denn schon Weihnachten oder was? Es ist weich. Ich sag, es ist weich. Oh nein, ey. Das sieht mir aber komisch aus. Junge, wie sieht das denn aus? Es ist weich. Mann, ich trau mich nicht, das aufzumachen. Ich sag ehrlich. Riecht komisch. Riech mal dran. Also. Alter. Oh nein, ey. Alter. Du kommst ja gleich. Er hat wirklich eine Scheiße geschickt. Alter. Wie kann man mir echte Scheiße schicken? Ich hab die Hände gewaschen, desinfiziert. Ich bin ganz empfindlich mit ohne Scheiß, das macht nicht. Voll geil. Wir machen jetzt einfach Alter. So, es ist nicht passiert. Also, aber ich kann mir das nicht vorstellen, ne? Zufällig das erste Paket und da ist Scheiße drin, so, ne? Ja, gut, das ist ja jetzt so ein Zusammenschnitt. Vielleicht haben die ja, das stimmt, krass, dass ja. Direkt am Anfang so geschnitten. Ich weiß jetzt nicht, ne, ob das die Reihenfolge war das in Real. Stimmt wohl, ja. Aber mega ich weiß, gut, ey. Ich glaube, also ich kann mir auch gut vorstellen, vielleicht ist es auch so präpariert, keine Ahnung, ne? Kann es, sein. Es wirkt natürlich auch cool im Stream und in so einem Video. Aber das wäre auch lustig, wenn wir so Paket-Opening machen und wir Vita so ein Paket reinscheißen und der öffnet das dann. Weißt du, so. Der öffnet das dann. Das wäre auch cool, ey. Und ich pack weiter aus, ist das klar? So, herzlich willkommen zum Package-Opening, meine Damen und Herren. Nächster ich Stream. Ich habe viele Pakete von euch gekriegt. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Oh, meine Casino-Gewinne-Logbuch. Mein Casino-Gewinne-Logbuch, Ladies and Gentlemen. Ein Buch, in dem ich meine Casino-Gewinne eintragen kann. Jungs, sonst hatten wir immer nur einen Zettel. Ihr erinnert euch, das ist doch mal ein geiles Gift, oder nicht? Vielen das Dank cool, an den ja. Tom. Tom, ey. Brose Tom, oder was? Hä? Der stinkt aber wirklich nach Scheiße. Richtig ekelhaft. Die ganze Bude stinkt nach Scheiße. Ich hab doch nicht gewusst, dass das Scheiße drin ist. Ich find das Schwein, ich sag dir ehrlich, ich find dich. Ich sag dir, ich werde das ins Labor schicken, die werden DNA nehmen. Ich find dich, ich bin Medical Detektiv. Ich bin auch Medical Detektiv. Ich an deiner Fußspur, die du irgendwo im Maisfeld hinterlassen hast, finde ich dich. Am Geruch werde ich dich erkennen. Ich werde jetzt bei jedem, den ich auf der Straße treffe, alle Arschlochen. Bei jedem wie so ein Hund. Zeig mal. Geh mal runter, bück dich mal. Ich muss mal schnuppern. Alter. Ich finde dich, ich sag dir das. Ich komm schnuppern, Deutschland. Macht euch drauf gefasst. Ich komm schnuppern bei dir. Ich komm schnuppern. Beinchen hoch. War's es nicht. Weiter. Bis ich alle durch hab. Die ganze Bude stinkt nach dir, du Schwein! Geil. Es war. Riechst du doch! Ich hab doch verpackt! Er hat schon einen gewissen Unterhaltungsfaktor, ne? Das stimmt, das muss man ihm lassen, ey. Das ist so, ey. Ich hab Moin, Bastiano LP! Lass mal kurz Pause machen, genau. Wer hat alles geschrieben? Die Boys! Wo waren wir stehen geblieben? Boys da oben, ne? Ja, der hat bestimmt nicht nur Adrenalin. Boys aufpassen jetzt ja, sondern auch ganz bestimmt andere Substanzen-Intos, ja.
Alter, mach es doch nicht auf. Da hat ihm niemand Scheiße geschickt. Heftig, ja. Der ist aus dem Nichts gekommen. Ja, Knossi, war, also seit wann ist er auf Twitch? Der ist mir nie so aufgefallen. Also, gute Frage, keine Ahnung. Gesagt. Weiß das einer von euch? Keine Ahnung, also seit ich jetzt seit ein paar Tagen Twitch ein bisschen im Visier habe, weil wir halt auf Twitch gehen wollten, da habe ich ihn eigentlich fast jeden Tag online gesehen mit um die 90.000 Zuschauer. Das stimmt, der Typ ist echt krass, ey. Der ist aus dem Nichts gekommen. Das stimmt, der war aber vorher, aber hatte sich vorher schon seinen Namen gemacht durch diese Poker-Streams und so. Aber nicht Poker-Streams, sondern im Fernsehen war er auch ab und zu sehen. Ne? Genau. Deswegen. Genau. Moin Bastian LP. Moin, moin. Gut geht's uns. Und dir? Danke der Nachfrage. Dieser Typ, Moinsen, nach so einer Aktion würde ich nie wieder Fanpakete annehmen. True. Is the way. Ist so. Außer ich würde ihm das Paket scheißen und er öffnet das. Dann ist es lustig. Ja. Leute haben auf dem reagiert und deswegen ist er so hyped. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gerade wegen seiner Art ist, feiern den die Leute so, weißt du so. Glaube ich auch. Stimmt, der wurde auch von vielen aus den USA echt? Reagiert, ne, genau. Also viele haben sich den angeschaut, so nach dem Motto hier Word Drummond oder so, keine Ahnung. Okay. Geil, ey. Oh, Kion Kimura, moin Meister. Moin, cool, dass du am Start bist, Mann. Herzlich willkommen. Moin, Kion Kimura, schön, dass du da bist. Geht, Kion Kimura hört sich sehr japanisch an. Auf jeden Fall. Ja, mir auch. Ich schicke euch Scheiße, wie wär's? Nee, nur wenn Vita so ein Opening macht. Ja, irgendwann können wir vielleicht auch sowas machen, ne? Also, wäre funny. Aber funny. Bitte nicht Scheiße. Also, irgendwas anderes so. Auch keine Urinbecher oder so. Ja, okay, weiter geht's. Boah. Wir haben mittlerweile ein Level erreicht, wo die Zuschauerpost andere Ausmaße annimmt. Ihr Verrückten, ich schwör's euch. Alter, was? Was ist das denn? Eine Maske? Eine Fetischmaske. Geil. Was ist das denn, Junge? Meinst du, da hat er sich nicht selber gekauft? Fetisch extrem! Keine Ahnung. Jeff, die Scheiße, Jeff! Komm her, Baby! Ei, 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 ei. Ja, Junge, sperr mich bitte eine Woche im Keller und gib mir ein bisschen was zum Rennen! Behandel mich wie einen Hund! Absender verdeckt, es ist eine Krone drauf gemalt. Es ist eine Krone drauf gemalt, Jungs. Ach. Dem haben die Piste in der Flasche geschickt. Was? Katjes Wunderland. Ah, da freue ich mich. Die Weite mit gesehen. Arabella. Jungs, Baby, da ist sie doch. Piste in der Flasche, heftig. Alter, wir bleiben drin. Besser als Code, ja, auf jeden Fall. Leider sind wir etwas spät dran, doch besser spät als nie. Mein Freund und ich schauen mega... Sein dein Kanal. Bleib so wie du bist und hab eine tolle Zeit mit eurem Sohn. PS, die Zeit vergeht bei dir viel zu schnell. Amy, Christoph und Cindy, vielen lieben Dank dafür. Schatzi, guck mal, wie schön. Das ist der Name von meinem Sohn, Jungs. Das ist der Name von meinem Sohn. Was ist los, Schatzi? Ich will hier nicht mal drin sein. Das ist mir zu ekelhaft. Dein Paket. Irgendwann explodiert es hier sowieso. Irgendwann explodiert das ganze Büro. Irgendwann stirbst du wegen diesen Paketen. Mach rein. Irgendjemand killt dich damit. Ach Quatsch, die Leute sind doch lieb mit mir. Hör auf, lass mich nicht drüber nachdenken, bitte. Ich hab die Hände gewaschen, alle. Ich hab keine Handtücher benutzt, ich hab mir die Finger abgelassen. Hör auf jetzt. Was? Baby, das bin ich! Was? Sondern niemals. Das ist schon eine Weile her, wa? Den Jungen, ne? Krass. Ah, lol, der hat einen Sohn. Hallo, ja, das ist wirklich ein Sohn. Hallo, Herr Jens Knosaller. Richtig korrekte Anrede schon mal, oder? So macht Spaß. Hallo, Herr Jens Knosaller. Guck mal, das ist ein Hallo, Herr Jens Knosaller. Ich grüße als erstes den König. Jens, ich möchte dir eine Pakte schicken. Eine Pakte schicken, so steht's hier. Pakte. Ohne Scheiß. Eine Pakte möchte ich dir schicken. Und deswegen habe ich eine Frage. Ist es möglich, dass ich einen Dollar mitschicke, kann, den du unterschreiben könntest und mir den wieder zahlen? Mensch, aber Rechtschreibung, guck dir das mal an, Junge. Wie schreibst du denn? Dollar mit ER oder was? Das ist ja wie Andi, ey. Boah, ey. Ich hab nur Punkte-Kommasetzung falsch. Das Paket, nicht das Pakte. Zweimal schreibst du Pakte. Es werden ein paar nützliche Sachen drin sein, aber keine Tiere. Du hast aber nichts mitgeschickt. Vielen Dank dafür. Geil. Hä? Elegant, cozy, sexy? Was ist das denn?
Was? Ein Toy wahrscheinlich. Unterhose? Oh, Baby, oh yes, oh, oh yes. Mann, ey. Das ist doch, was ich brauche. Und am Kopf oder wo zieht man sich das hin? Schönes Unterhöschen. Am Start, Ladies. Das ist doch genau das, what I need. Das ist doch genau das Ding. I need it. Das ist doch genau das Ding, was ich hier brauche. Alter, ey. Oh Mann, der Boy weiß, was geht. Notre Dame genau abgebrannt, der ist in die Zeit zurückgereist. True. Der nächste Mass. Was steht hier? Da, das war der Kölner Dom. Ja, genau. Ich glaube, das war der Kölner Dom. Ja, das eben. War der, ja. True. Ich meine auch. Balkan, komm! Der nächste Maskenball ist da, Jungs. Ich komme! Ich komme zum nächsten Mal. Wer hätte Bock, mit mir so zum geil, Maskenball ey. Zu gehen? Sein Arsch ist so groß wie das. Ab heute eigentlich. Den größten Maskenball Deutschlands, ne? Ab heute müssen ja alle ach eine so, Maske tragen. Ne? Oh, ja, boy. Ein schlechter Witz am Rande muss sein. So. Habe ich gestern zigmal zugeschickt bekommen von den Arbeitskollegen. Dachte, ja, ist gut, ich habe verstanden. Ab morgen müssen wir alle eine Maske tragen. Ja, true, ja. True. Und sein Arschritt ist so groß wie das Slips. Ist so, ey. Hier bin ich. Nimm mich. Ob er das privat nutzt, natürlich. Seid ihr dabei, Jungs? Seid ihr dabei? Warum schneidet er die Pakete auf, Alter? Super Jod erhalten. Je halt. Was ist das, Jungs? Ist das eine Marke? Ein Weihnachtsgeschenk vorzeitig. Wie kann man das so einpacken, dass das... Aber guck mal. Das Paket war grün, ne? Ja. Ja, ja. Und sieht das jetzt durch den Greenscreen? Der Hacker, Vita, ey. Gleich groß ist, Jungs. So. Das ist ein Spinner, ey, krass. Grünes Papier, Jungs, grünes Papier am Start, deswegen unsichtbares Paket. Unsichtbares Paket, Jungs. Es ist grün, wegen Greenscreen könnt ihr es nicht sehen. Grünes Paket. Was denkt ihr, was hier am Start ist? Jetzt kommt's. Aus Hogwarts kommt das, ich sag dir das, das kommt aus Hogwarts. Vom Harry. Vom Harry. Vom Harry. Auch. Oh. Die allerechten Zaubertrick, Baby! Hier, Wasser! Geil. Verarschen, oder was? Knossi ist eine Legende, auf jeden Fall. Was ist das denn? War das da drin? Was ist das denn, Jungs? Schon wieder ein Paket! Der rote Umschlag jetzt, Jungs! Der rote Umschlag! Paket im Paket! Geil. Immer spannender, sag ehrlich. Wird immer spannender, sag ganz ehrlich. No way, Digga, das kann nicht sein. Willst du mich verarschen, Alter. Willst du mich verarschen? Noch ein Paket. Das kann nicht sein, Junge, du bist doch krass. Geil. Aber geile Idee, ey. Der goldene Umschlag, der goldene. Wir sind beim goldenen, Jungs. Kommt näher. Bonus ist da, goldener Umschlag. Der Bonus ist da, Jungs. Jetzt kommen wir, glaube ich, zum Endprodukt. Seid ihr bereit? Was kann hier drin sein? Wir kommen zum Endprodukt. Das goldene Paket, Ladies, das goldene Paket. Oh oh. Sonnenwirbel. Ja. Oder was? Beschleunigen. Alter. Geil. Ey, was sind das denn für geile Kartons, die immer so ein klein bisschen kleiner sind, ne? Achtung, ja, ne? Was hier drin ist, Jungs. Achtung, was hier drin ist, Jungs. Eine Quietscheente. Aus Ägypten, Jungs! Eine Quietscheente aus Ägypten! Eine Quietscheente aus. Eine prostituierte Quietscheente! Mit rotem Ball im Mund! Baby, yes, die echte! Richtig, so ein scheiß Kind. Eine Knossi Casino Real Slot, Junge, mit Götter drauf, boah, mit mir drauf! Mit dem Flöten-Heini, mit allem! Selber Design, mit Big Wing! Guckt euch mal diese Detailverliebtheit an, ohne Scheiß! Oh, das war echt cool, ey! Kaputt! Schon kaputt. Nee. Ja. Kaputt. Shit. Hat er direkt den Hebel abgerissen? Ja. Alter. Vielen lieben Dank, das kriegt bei mir einen Ehrenplatz. Scheiße. Warte mal, was schreiben die Boys? Könnt ihr bitte von... Geht doch, macht euch keine... Könnt ihr bitte von youlookedx.reacten? Der hat so geile Sachen gemacht, auch über Knossi. Knossi ist eine Legende. Kann man die Links in den Chat schicken? Kio und Kimura, du musst in Discord rein bei uns. Kann jemand Ausrufezeichen Discord machen? Dann kannst du da in den Channel Reactions einfach reinschicken, was du gerne möchtest. Na, ich mach eben. Ah, okay. Vita macht. Da musst du unserem Discord-Channel beitreten.
Kion Kimura, da haben wir extra einen Kanal, der heißt, einen Raum, der heißt Reaction-Vorschläge. Da könnt ihr alle eure Links reinposten, Leute. Genau. Also, wenn ihr uns irgendwas vorschlagen wollt, postet die Links da rein. Wir gucken uns die Sachen an, Tox, wenn das jetzt nicht hunderte sind. Genau. Tox, du kannst es auch ruhig demnächst machen. Wir werden jetzt öfters sowas machen. Kannst du auch nachher machen, wenn du Bock hast. Auf Handy geht's aber auch, Toxic, wenn du Discord hast. Mhm. Okay, weiter geht's, Boys. Weiter. Das ist aber auch eine Qualität hier. Warum bricht denn das gleich ab? Ich hab einmal dran, zweimal dran gedreht, Jungs. Shit, ey. Das Ärgerliche. Ja, das ist echt ärgerlich. Das Fest, ja, aber wieder da dran gezogen ja, hat, ey. Ist so. Vielen Dank aber für dieses Geschenk. Das oh, da ist noch was dabei. Da ist noch was dabei. Oh, Zertifikat. Mit diesem Dokument wird dem König Jens Knosala die Echtheit der Knossi-Slot garantiert. Des Weiteren findest du die Slot auch als Spardose für den C63 AMG des Prinzen. PS, über ein Follow, mein König, auf Instagram würde ich mich freuen. Luis, unterstrich Luis, das Flöten-Heini-Komitee. Vielen lieben Dank dafür. Wer ist Flöten-Heini? Aber ich habe zweimal dran gedreht, ich habe gar nicht stark dran gedreht, ohne Scheiß. Aber das macht. Das ist aber voll krass gemacht. Auf Mithebel oder ohne? Auf Mithebel oder ohne? Ohne Scheiß. Geht immer noch. Gute. Nein, hat mir wieder jemand sein Hausmüll geschickt oder was? Was? Hausmüll, ey, geil. Was ist das hier für ein Paket? Das Ding ist so geil. Popcorn, Jungs, ist dabei. Nice. Geil, ey. Im Stream und vorm Paket öffnen und lesen. Gut, bevor wir ins Paket gucken, Jungs. Für den König aus Frankfurt am allerechten Main von Max und Luca. Hier sind ein paar Kleinigkeiten, die uns in unserem Leben begleitet haben. Mögen sie dich nun begleiten. Wir hoffen, dass sie dir gefallen und auch eine kleine Freude bereiten werden. Wir lieben deine Emotionsstreams, deine Show. Du bist der Beste. Bleib, wie du bist. Wir lieben dich. Wenn der König das nächste Mal in Frankfurt ist, gehen wir mal ordentlich in Gibron Club feiern mit paar Häschen auf unsere Nacken. Feuerzeug, was? Allerlei, Geldclip vom Frankfurter Flughafen, Popcorn ohne Ende, ein Karabinerhaken, Baby. Die Leute. Oh, Kion Kimura folgt uns jetzt. Danke, Kion Kimura. Ja, vielen Dank, Mann. Vielen Dank für deinen Follow, Kion Kimura. Bester Mann, schön, ey, dass du dabei bist. Was ist das denn? Unterwäsche. Warte. Dankeschön für deine gebrauchte Kelvin-Klein-Unterhose. iPhone-Hülle? Oh, hat sich doch gelohnt, das Paket. Ein Offenbacher Pilz. Da freue ich mich. Oh, okay. Ein iPod, Jungs. Einen alten, gebrauchten iPod. Ey, vielen Dank. Oh, die sind wahrscheinlich noch viel wert, ne? Kann sein, ja. Ohne Scheiß, der erste iPod, der müsste doch jetzt einiges wert sein, oder? Ja, vor allem noch neu und unausgepackt, verschweißt. Er hat aber gerade gebraucht. So wie jetzt vielleicht so die alten NES-Spiele. Oh ja, etwas wertvoller werden oder SNES, ne? Oder die Konsolen davon. Get in the level, Jungs! Get in the level! Das get in the level! Jungs. Get in the level! Da ist es doch! Get in the level! Hier ist er doch, euer Fußballspieler, Junge! Passt! Beste, Jungs! Get in the level, Jungs! Bin da! Pringles-Logo drauf, ey! Das ist doch mit dem Slip, hast du gesehen? Oh, Baby, Jungs! Oh, Baby! Deutsche Post! Bastiano LP ist zwar Following. Danke, Bastiano! Auch dir, ey! Bastiano LP! Vielen Dank, ey. Bester Mann. Vielen Dank für dein Follow, Bastiano LP. Größere Pakete gekriegt. Aber das größte Paket des heutigen Abends, Jungs. Oh. Hansa Rostock. Ist er Rostock-Fan? Hansa Rostock, Jungs. Mein Lieblingsverein. Hansa okay. Rostock. Ist er in Schleswig-Holstein, ne? Im Norden. Stimmt, ja, okay. Ja, macht Sinn auf jeden Fall, ja. Dann lebt er da. Dann kann er auch Slots machen. Ja, gut, stimmt. FC Hansa. Kämpfen und siegen! Du wirst nicht! Welche Liga spielen die? Spielen sie die zweite Liga? Das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht aktuell. Also, die waren lange erstklassig, aber ich. Warte mal. Ich glaube, die sind. Also, zweite, vielleicht auch dritte Liga. Mittlerweile. Sind die nicht in einer Liga mit dem ersten FC Eddy? Dritte Liga sogar abgestiegen. Tatsächlich. Krass. Ja, also ist. Ja, schon bitter. Die waren lange erstklassig.
Das stimmt, ey. Beste Jungs, der Winter naht, der Winter kommt. Wir machen weiter, wir gucken weiter. Das ganze Club-Inventar haben sie geklaut. FC Hansa, vielen lieben Dank für die Gläser. Geil. Bierdeckel auch dabei. Ein Schnuller fürs Baby, oh, Junge. Okay. Ein Schnuller fürs Baby. Nice. Vor desinfizieren. Und ein Brief. Supporter Rostock, Jungs. Sind das irgendwie solche, wie nennen die sich? Ultras. Ultras. Jungs, ihr wisst, was doch, Ultras heißen die. Ja, so ja. Die ach, diese Krassen, die sich immer kloppen, ja. Und so, diese Hooligans. Ja, ja, genau. Die Ultras, die sind so Hardcore-Fans. Und die Hooligans, ja, die treffen sich nur zum Schlagen. Also die haben eigentlich kein Interesse am Fußball. So, ne? Ja, das habe ich auch so gedacht. Ich hatte auch mal so einen Film gesehen, da ging es um irgendeinen, ich glaube, um so britische Fußballclubs und da, ich glaube, da hieß sogar Hooligans, der Film. Ja, und da ging es gar nicht um Fußball, die haben sich einfach nur gekloppt. Ne? So, ja, das ist einfach ein Grund, um sich zu kloppen. So total, ist keine so. Ahnung, ey. Verrückt manchmal. Ja. Aber der könnte bestimmt die Hansa auch selbst finanzieren, ne, mittlerweile. Wahrscheinlich, ja. Der Sponsor. In der dritten Liga, da ist das Budget sehr schmal und könnte Sponsor sein. Edel-Supporter. True. Oh, ich habe leider aus Versehen Stopp gedrückt. König Jens, wir grüßen dich. Da wir jeden Stream von dir mit Spaß verfolgen, senden wir dir und deiner Familie hiermit ein kleines Geschenk von der Ostseeküste. Auf deine Videos bzw. deine Streams sind wir durch YouTube und Instagram vor circa einem Jahr gestoßen und dachten uns, jalla. Jalla. Jalla, der ist genauso verrückt wie wir. Bleib vor allem, wie du bist und alles Gute dir, deiner Frau und deinen Prinzen. Wir freuen uns auf die nächsten Streams mit dir und werden Twitch auseinandernehmen. Ahoi und viele Grüße aus Rostock, Tobi, Joker, Jasper. Alle Gläser am Start, Hansa Rostock ist am Start. Hansa Rostock, Bierchen am Start, Jungs, Rostocker Bockbier, Junge. Und vor allem für den Hansa Rostock, na? Schnuller, da wird sich die Frau richtig freuen. Ich hab meine Hände alles. Immer noch die Hand. Warte mal, wird bei euch das Stream noch als live angezeigt? Bei mir ist irgendwie gerade Netzwerkfehler, hier stand der gerade durch. Läuft bei euch noch alles normal? Bei mir ist auch Netzwerkfehler, ja. Hallo. Läuft das Stream noch? Twitch ist wohl am Abschmieren, schreibt der Mono. Überall. Ach krass, echt jetzt? Krass. Warte mal. Schreibt mal jemand rein, krass. Guck mal bei Montana Black. Ja. Also Leute, weiter geht's. Go. So, weiter geht's. Schatzi, bring mir bitte einen nassen Lappen, bitte! Bitte! Bring mir einen nassen Lappen, bitte jetzt! Ach, brennen seine Augen von dem Desinfektionsmittel. Ach, der Boy, ey. So. Guck mal, kurz vor dem Dings, ey. Kack das Schuh an, ey. Ist gleich. Ja, Joko, kurz aufs Klo. Mach schön Scheißer.